Grüß Gott, Marie. Ah. Merkst du, dass du bist zwei Minuten spät. Sieben Minuten sind wir dran. Die sind schon alle mit der Torten beschäftigt. Ja. Wir spülen mal kurz durch und dann gehen wir rein. Ja, das können wir machen. So. Haben wir uns jetzt eigentlich geeinigt, was für ein Lied wir spielen? Was wir das verabredet haben. Ja, wir haben gar nichts verabredet. Wir haben nichts verabredet. Das ist ganz... Improvisiert machen wir es. Ja, es gibt ja nicht so viele Lieder, die man spielen kann. Ja. Ich habe mir gedacht... Das sagt... Ja, was? Mach. Ja, was mach? Ich mach nicht dazwischen reden. Was baust du jetzt hier denn den Notenständer auf? Wenn wir Musik machen, dann machen wir einen Notenständer. Wir haben ja keine Noten. Ich habe keine Noten. Ja, nicht. Das hat er nicht vorbereitet. Jetzt erwartest du wieder, dass ich mir die Noten geschrieben habe. Ja, er hat gesagt, ich mache nichts. Da braucht man nichts von Autos. Der hat für mich auch nichts gemacht. Der hat nie das gemacht. Der gesoffen hat das. Ja, aber wozu brauchen wir denn einen Notenständer? Ich mache nichts. Ich mache ein bisschen Klettmusik mit dir an, dann ist Schluss. Ja, aber wozu brauchst du denn einen Notenständer, Marie? Denn das aus, mit der Flöten dazu stehen? Es muss schon ein bisschen noch was aus. Ja, da hast du recht. Hast du mich auch eingebracht? Hast du denn nicht mit? Nein. Ich dachte, du hab bringst... Das hab ich gewusst, dass du deinen Notenständer mit hast. Ich hab einen Ersatz und ja, ich selber. Das hab ich gewusst, dass du das gewusst hast. Deshalb habe ich meinen Freund jetzt mitgebracht. Jetzt mach's. Da ist ein Schreiber. Das muss aufdrehen, damit es hier. Das muss man was aussehen. August hat er jahrelang bei den Münchner Philharmonikern gespielt. Der erwartet auch was. Ja, da kann er viel warten. Also, spielen wir lieber Augustin, alles ist hin. Er ist ja selbst hin. Ja, wir haben gar keinen. Wir müssen es mal raus, ich habe die Waffen schon. Ja, mach mal schnell, damit wir einmal durchspielen können. Das ist ja hier völlig asymmetrisch. Besser den asymmetrischen nicht so doll, dass das reißt. Der ist hin. Verstimmt, meine Tröte ist verstimmt. Das spielen wir halt. Du hast in F, ne? Ja. Das ist Mistdreck. Das passt ja gar nicht. Du hast ein F-Flöten, ich habe ein C-Flöten. Ja, was spielen wir? Wenn ich ein C-Flöten spielst du auf F. Das ist kannst du überhaupt schon spielen, das August? Lieber Augustin, lieber Na. Augustin. Aber was spielen wir denn da? Machen wir. Was kannst du spielen? Ja, alle Jahre wieder ja, kommt das Christuslied. Das fängt doch jetzt langsam im August noch die alle Zeit an. Ja, vorbereitet ja, aufs Christus. Aber Ich muss mich konzentrieren. Du stellst den Notenständer dazwischen, das ist doch sinnlos da hinten. Der muss doch. Da mach ich auch. Lass den mit mir.
Na, das passt. Warte doch mal. Da muss da erstmal ein Vortakt sein, damit man weiß, dass es lustig ist. Was denn für ein Vortakt? Vor einzelnen. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt eine Art und Tiefer. Was machst du da? Ja, ich spiele das ganz normal in C-Dur. In C-Dur. In C-Dur. Und ich bin der Depp, der darf umtransponieren. Ich darf so umtransponieren. Du hast ja die Notenschänger antransportiert, dann transportierst du sie. Ich gehe sofort noch einmal an die Etage höher. Ich mach das nie wieder. Ich hoffe so, dass der nicht 90 wird. Das streite ich aus deinem Testament raus.